Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die VH-Box von Verrückte Hunde. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. VH von Verrückte Hunde, so sieht das Ganze aus. Wir werden das mal aus der Folie holen und dann im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier eine schwarz-weiße Box und was gleich mal auffällt, ein FSK 16 Hinweis, der uns darüber Aufschluss gibt, dass sich in dieser Box auch noch eine DVD bzw. Filmmaterial befindet. Was mich allerdings stört, ist, dass das Ganze hier aufgedruckt ist. Man hätte das einfach mit einem Sticker auf der Box oder auf der Folie lösen können. Leider ist das hier aufgedruckt und nicht zu entfernen. Okay. Die Box in schwarz gehalten. Wir haben hier einmal das Logo der verrückten Hunde. Und da ist das so ein Schild, so ein Wappen mit zwei Knochen darunter. Und darin lesen wir VH. Das ist ja die Kurzform von verrückte Hunde. Ansonsten die Box schwarz. Hier haben wir auch wieder das Wappen auf der rechten Seite. Oben glatt schwarz. Auf der linken Seite nochmals das Wappen und einen Barcode. Und auf der Rückseite, wie so oft, haben wir Informationen darüber, was sich in der Box befindet. Wir lesen hier Inhalt, CD, VH Album, DVD, VH der Film, Bonus-CDs, VH Leckerlis, VH Instrumentals, Foxen Album, Scarf und Fotobuch, A1 Poster, Sticker und T-Shirt. Also rein von dieser Liste jede Menge Inhalt. Dann haben wir hier noch die Credits. Gut, es ist eine reguläre Clubbox, geht dann hier auf der Seite auf und sie wiegt auch ordentlich was, also sie dürfte echt prall gefüllt sein. Wir haben hier einmal die Leckerlis, also eine Bonus-EP, die sich eben Leckerlis nennt, die Instrumentals, VH der Film, diesem haben wir auch diesen FSK 16 Hinweis zu verdanken, dann das Album an sich, VH. Dann das Bonusalbum Scarf, ein Shirt, ein Sticker, ein Poster und das Fotobuch. So, die Box von innen in weiß gehalten. Machen wir wieder zu. Hier ist auch noch ein VH-Logo zum Vorschein gekommen. So, nachdem diese zwei Alben plus das Shirt noch eingepackt sind, werden wir das mal aus der Folie befreien und dann alles im Detail ansehen. Gut, als erstes mal das Shirt. Okay, dann haben wir einmal das Album von Foxen. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Gut, wir probieren es einfach mal auf der anderen Seite, ob das besser geht. Oder ob es auch hier wieder einreißt. So, das war besser. Und dann haben wir natürlich noch das Album VH an sich. So. Machen wir aus der Folie. Schwere Geburt. Einmal. Und dann hier noch. Zweites Mal. So, also wie immer starten wir mit dem Album an sich. Verrückte Hunde ist wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff oder wer darunter zu verstehen ist. Das ist ein Zusammenschluss aus 5 Herrschaften. Und zwar sind das zum einen Foxen und Scoo. Das sind die 2 Herrschaften,
die für den Rap verantwortlich sind, also die MCs in diesem Kollektiv. Dann haben wir drei Herren, und zwar Gerät, Da Kid und Kova. Und diese drei sind für Beats bzw. Mix zuständig. Ja, so sieht das Cover aus. Also auch hier wieder das Logo VH. Verrückte Hunde VH lesen wir hier. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Auch auf der Seite lesen wir Keep It Moving, also das Label, wo das Ganze erschienen ist, und dann auch hier wieder VH. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Stück an der Zahl und wir haben einige Features. Und zwar haben wir Features von Sarah Lane Dajou, dann Dose, Lorenz und Ip und nochmals Sarah Lane Dajou. Okay, also ich muss ehrlich sagen, von diesen Features her ist mir leider keins ein Begriff, aber werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Dann haben wir hier den Barcode und auch wieder Credits. Und so sieht das Album dann aus. Handeln wir ein Profi, leben wir ein Penner. Okay. Werfen wir mal kurz einen Blick in das Booklet. Das dürfte recht umfangreich sein. Treten die Tür ein, bevor wir die Schwelle passieren. Jawohl. Und dann haben wir hier die angekündigten 5 Herrschaften abgebildet. Also das sind die verrückten Hunde. Tag Team Shit. Okay, dann haben wir hier einzelne Texte. Sehr schön gemacht. Also hier Wort für Wort abgebildet. Und hier sieht man auch, ich hoffe, man kann das hier lesen, jawohl, wer das Ganze hier produziert hat, wer daran beteiligt war, wer die Cuts gemacht hat. Also das hier alles schön aufgeschlüsselt. Das dürft ihr jetzt so durchziehen. Fotos und natürlich jede Menge Texte. Nochmal 2 Fotos, die den Entstehungsprozess hier dokumentieren. Sehr schön. Gefällt mir gut. Also jede Menge Text, ihr seht das. Und hier wirklich dann alles mitzurappen, nachzulesen. Sehr schön gemacht. Umfangreiches Booklet. Dann haben wir die CD. Auch hier wieder VH das Logo drauf. Keep It Moving. Das Ganze in weiß und schwarz. Rückseite glatt schwarz. Zusätzlich zu diesem Album haben wir ein Bonusalbum, und zwar ist das das Album von Foxen aus dem Jahr 2017, Foxen und Maxtreme Scarf. Hier haben wir den Mann abgebildet, kommt auch in einem Standard Jewel Case. Und auch an der Seite lesen wir hier, wenn es nicht den Hintergrund fokussiert, lesen wir hier dann Foxen und Maxtreme Scarf. 18 Tracks an der Zahl, die hier nochmals extra kommen mit Features von Sku, Rollo, Lorenz. Ja, das waren die Features. Also 18 Tracks nochmal extra auf diesem Bonusalbum. Credits und Barcode. So sieht das Ganze aus. Auch hier haben wir wieder ein Booklet mit dabei. Das dürften einzelne Textzeilen sein. Textpassagen des Albums. Das Ganze in schwarz und weiß. Schön gemacht. Dann haben wir eine Danksagung. Und hier Supporter. Sehr schön. Ja, die CD sieht so aus. Auch klassisch in schwarz und weiß gehalten. Und dahinter sehen wir nochmal die Stirn inklusive Stirnband von Foxen. Dann haben wir 1, 2, 3 Papphüllen Digisleeves. Und zwar haben wir hier einmal die Bonus-EP, Leckerlis nennt sich das, auch hier wieder das VH-Logo. Und zwar haben wir hier 5 Tracks an der Zahl. So sieht das aus. Das ist die CD, Bonus-EP Leckerlis, kommt in dieser Papphülle. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, und zwar hier die 14 Tracks als Instrumentals auf dieser CD, ebenfalls in weiß und schwarz gehalten, und die Instrumentals kommen auch hier in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine dritte Papphülle, das ist dann diese hier, und diese beinhaltet den Film, und nicht nur den Film, sondern auch die Outtakes zum Film. Also das alles findet ihr hier auf dieser DVD.
und diese ebenfalls in einem Digisleeve in einer Papphülle. Gut, bevor wir zum Shirt kommen, haben wir dann noch einen Sticker in schwarz und weiß. Glänzt sehr schön, kreisrund. Logo-Sticker. Dann haben wir ein Poster. Das werden wir mal kurz auflegen. Dürfte relativ groß sein. Jawohl. So, und wie zu erwarten, haben wir auch hier wieder das VH-Logo. Also wir haben hier ein schwarz-weißes Poster im Hochformat. Sieht echt gut aus. Das Ganze ist einseitig bedruckt, aber der Druck wirkt sehr schön und auch diese Faltlinien hier sind jetzt nicht so störend oder nicht so stark beschädigt worden. Also das kann man sich gut aufhängen. A1 müsste das sein, von der Größe her. Einseitig bedruckt, wie gesagt. Dann haben wir ein Fotobuch. Zwar haben wir so ein Hardcover-Buch. Auch hier wieder VH-Logo und der große Bildband lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir hier 4 Zitate. Leute sagen, also es dürften wohl Leute sein, die die Musik verfolgen und die vielleicht auch mal einem Konzert dabei waren. Also haben wir hier 4 Kommentare. Könnt ihr natürlich an dieser Stelle kurz anhalten das Video und euch in Ruhe durchlesen. Und das Ganze dann ein Bildbuch im Querformat. Hier gibt es nichts zu hören. Bitte blättern Sie weiter. Okay. Ja, dann haben wir hier. Okay, ja, das ist der erste Track. Das heißt, hier dürften diverse Gedanken oder Informationen zu dem Track sein. Also jeder Track hat hier dann eine eigene Widmung bekommen, würde ich mal sagen. Jawohl. Also wir haben hier nochmal die Infos, wer an dem Track produziert hat oder wer daran beteiligt war. Ein Foto, um das Ganze zu untermalen. Und dann haben wir hier noch diverse Absätze, die den ganzen Track beschreiben oder widmen. Weitere Fotos. Und das dürfte sich jetzt so durchziehen. Also das Ganze hat dann noch eine persönlichere Note. Natürlich, wenn man die Fotos hier hat zum Entstehungsprozess, aber natürlich auch noch diese ganzen Widmungen dabei hat. Das ist echt was Besonderes. Weil dann hat man einfach auch die Gedanken der Interpreten da nochmal dabei, von wegen, wie war der Track gemeint oder was haben sie sich dabei gedacht, wie ist der Track entstanden. Das finde ich sehr gelungen. Gut, kommt in diesem schönen Fotobuch. Und dann haben wir zum Abschluss noch ein Shirt. Und was mich daran gleich mal vom ersten Anblick sehr gefreut hat, ist, dass wir es hier zu tun haben mit einem Eid-Shirt. Vielleicht kennt ihr das von Backspin, von Nico von der Backspin. Er trägt diese Sachen auch. Und ich glaube auch, dass der Backspin-Merch in Kooperation mit denen entsteht oder entstanden ist. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit dunkelgrauem VH-Logo-Aufdruck. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es, wie gesagt, zu tun mit einem Eid Evolution Shirt in der Größe L. Das Ganze, hier sehen wir es, Quality Gear from Hamburg, Germany. So sieht das aus. Jetzt würde mich noch interessieren, jawohl, also hier unten nochmal so ein Logo-Aufsticker, also ein Schriftzug. Ob wir hier, ja, hier haben wir jetzt noch einen Zettel vorfinden. Und zwar lesen wir hier, Made in Turkey, 100% Baumwolle. Und wie man das Ganze am besten behandeln und waschen soll. Gut, also, Made in Turkey, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem schwarz- bzw. dunkelgrauen Aufdruck. VH, das Wappen hier wieder. Und dann unten noch dieses, ich hoffe, man kann das sehen, diesen Aufdruck hier, dieses aufgestickte Eid. So sieht das aus. Gefällt mir echt gut. Schlicht gehalten, dunkelgrau auf schwarz, aber so vom Logo, von der Gestaltung her, definitiv mein Geschmack, kann man durchaus anziehen in meinen Augen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieser Fotoband, dieses Fotobuch im Querformat, das Poster im Hochformat Größe A1 einseitig bedruckt, dieser VH-Logo-Sticker kreisrund, die DVD inklusive Outtakes, die Instrumentals zum Album, die Bonus-EP Leckerlis, das Bonusalbum von Foxen und Maxtreme Scuff und natürlich das Album an sich VH von Verrückte Hunde. Also wir haben 14 Tracks auf dem Album, 6 auf der Bonus-EP plus 18 auf dem Bonusalbum macht 38 Tracks gesamt. Das ist echt eine Menge und auch der restliche Inhalt ist echt eine Menge. Also vom Inhalt her kann man da nicht meckern. Die Box auf jeden Fall stabil. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box VH von Verrückte Hunde. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Verrückte Hunde unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.